Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute machen wir zwei Sachen. Einmal kündige ich einen CS-View-Wettbewerb an, beziehungsweise einfach ein Kostüm- oder, Fashion-Wettbewerb. Aber es muss nicht nur CS sein, es können auch nochmal Rüstungen sein. Und es gibt noch meine Top 5, so eine kleine Serie, die ich am Laufen habe. So meine Lieblingsskins einfach von verschiedenen Items oder so. Meine Top 5 Cloaks machen wir heute noch dazu, inklusive Playpark Cloaks. Und ja, zum Wettbewerb. Also, die Idee kam von Atom und ich habe das Ganze jetzt mal, ich hoffe, sage ich mal, ganz gut ausgearbeitet. Und zwar wird es so sein, ihr müsst nicht den CS-Viewer besitzen. Wäre natürlich aber hilfreich, weil dann könnt ihr es euch vorher anschauen, wie es aussieht. Und ihr könnt auch die Sachen von anderen Leuten anschauen. Und zwar, wie ich es mir gedacht habe, ist folgendes, weil sonst wäre es einfach zu viel Arbeit, wenn es jetzt zum Beispiel 100 Kommentare wären. Und zwar wisst ihr auch gleich wieso. Ihr stellt euer CS zusammen oder denkt euch euers aus. Ihr müsst, wie gesagt, den CS-Viewer nicht haben und ihr müsst die Items auch nicht ingame besitzen. Ja, ihr könnt es euch ja einfach nur vorstellen, theoretisch mit einer Menge Fantasie, wie wir alle wissen, ist vieles möglich. Und oder halt mit dem CS-Viewer ein bisschen rumexperimentieren. Man kann ja auch auf Randomize klicken, da kommen ganz lustige Sachen raus. Solche Sachen zum Beispiel, da kommen ganz lustige Sachen raus. Kann man einfach ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen trollen, wie auch immer. Und dann, wenn ihr euch euer ausgedacht habt, euer ausgesucht habt oder mit dem CS-Viewer angeschaut habt, dann schreibt ihr es einfach in die Kommentare. Es müssen mindestens 4 Sachen sein. Head, Suit, Boots und Gowns. Die müssen dabei sein. Cloak und Maske muss nicht unbedingt dabei sein. Aber 4 Teile ist Minimum. Also Head, Boots, Suit, Gowns ist Minimum. Und wie gesagt, muss auch nicht nur Fashion sein, kann auch Rüstung sein. Also alle Rüstungen, die es gibt, von jeder Klasse, egal, mit kombiniert mit Fashion, ist alles möglich. Aber halt maximal alle 6 Items halt, also Cloak, Maske und die 4. Oder halt nur die 4. Aber die 4 Top, also die normalen Rüstungsteile, die müssen auf jeden Fall gedeckt sein. Aber muss, wie gesagt, nicht Rüstung oder CS sein. Also es kann zum Beispiel ein CS-Hut sein, eine normale Rüstung, CS-Gowns, normale Boots, sozusagen. Also irgendwie sowas. Genau. Und wenn ihr den CS-Viewer nicht habt, Atom, das ist allerdings auf eigene Gefahr. Weil der CS-Viewer runterladen ist oder so auf eigene Gefahr, weil der privat erstellt wurde von jemandem. Also der kann uns auch einen Virus eingespielt haben und wir wissen es leider nicht. Vielleicht meint der bei mir schon seit 6 Jahren auf dem Rechner, wer weiß. Auf eigene Gefahr runterladen, ich sag mal so, ich bin dafür nicht verantwortlich, ist eine alte Fanseite, die heißt Flife World, ist keine P-Server-Seite, keine Sorge, bei dem Namen könnte man schnell dran denken, habe ich auch erst gedacht, aber es ist tatsächlich eine offizielle englische Fanseite gewesen, die gibt es nicht mehr, also die wird nicht mehr gepublished, also nichts mehr gepublished auf der Seite seit 2013, also mehr oder weniger mit Webstand ist sie dann offline gegangen, kann man so pauschal sagen, und genau, aber da haben sie noch einen Download zum CS-Viewer. Es gibt auch noch ein YouTube-Video vom offiziellen Ersteller namens Reiko. Da wurde ich aber informiert, funktioniert der Download anscheinend nicht mehr. Also entweder wurde es von der Seite gelöscht oder irgendwie sowas. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall kann man es da nicht mehr runterladen. Aber wie gesagt, ihr braucht den CS-Viewer auch nicht. Ihr könnt es euch entweder ingame selber anschauen, wenn ihr genug CS-Sachen habt. Und wenn nicht, naja, dann wie gesagt mit Fantasie oder eben auf eigenes Risiko den CS-Viewer. Ich denke mal, viele von euch haben ihn schon. Genau. Und ja, wie gesagt, ihr stellt euch euer Wunsch-CS oder eure Wunsch-Kleidung zusammen und dann schreibt ihr es einfach in die Kommentare. Am liebsten wäre mir die Reihenfolge Cloak, Maske, also so wie es im Inventar ist, von links nach rechts quasi. Also Cloak, Maske und dann Head, Suit, Gowns, Shoes. Wäre mir am liebsten die Reihenfolge, aber solange ihr dazu schreibt, was ist, also jetzt nicht einfach nur Snowman schreiben, sondern schon Snowman Suit und so. Es muss schon klar erkenntlich sein, sonst wird der Kommentar dann einfach nicht beachtet. Aber wie gesagt, am liebsten wäre mir die Reihenfolge und schreibt ihr das einfach in die Kommentare und nachdem ihr das gemacht habt, tobt euch in den Kommentaren aus und guckt euch alles an und liked. Und der Sinn davon ist, das dachte ich mir persönlich, wäre halt auch lustig und es wäre auch eine Menge Arbeit für mich, alles nachzuarbeiten, wenn sie zum Beispiel über 100 Kommentare wären, mal angenommen, wäre es eine Menge Arbeit, das hier alles nachzuarbeiten und euch dann nochmal in einem separaten Video zu zeigen. Das Video würde in 35 Minuten gehen. Und für mich wäre es stundenlange Arbeit. Deswegen dachte ich mir, ihr liked einfach nur anhand von dem, was ihr lest. Ihr könnt es euch natürlich auch anschauen. Wäre ein
quasi ein bisschen mogeln oder sich die Vorfreude zerstören. Ja, aber ihr liked einfach das, was euch gefällt. Ja, ihr könnt auch unendlich viele liken, ist egal. Aber bitte jeder nur einen Kommentar schreiben. Also jeder nur ein Wunschding oder eine Konstellation von Fashion-Sachen zusammenstellen. Aber ihr könnt so viel liken, wie ihr wollt. Einmal kommentieren, so viel liken, wie ihr wollt. Und die 5 Kombinationen mit den meisten Likes gewinnen. Und es kann jeder mitmachen. Aber ich habe leider nur Preise auf Dryad zur Verfügung. Ja? Und zwar hat mir da jemand vor ein paar Wochen, das habt ihr auch schon ein paar Mal in Videos gesehen, falls ihr schon gewundert habt, sind einige Level 2 Beats und ein Baby Drago, ein Blue Baby Drago zum Beispiel. Und noch ein paar andere Sachen, QMs zum Beispiel sind dabei. Würde jetzt nicht alles hier vergiveawayt, keine Sorge, aber ein paar Sachen davon. Also sag mal, Minimum Gewinn ist 100 Mio, Maximum mal schauen, vielleicht 500 Mio bis 1 Milliarde. Also der erste gewinnt schon ein bisschen mehr und die anderen auf jeden Fall Minimum 100 Mio, sodass es sich auf jeden Fall lohnt. Aber wie gesagt, nur auf Dryad. Wenn ihr nicht auf Dryad spielt, dann werde ich die Gewinne irgendwann anders noch raushauen. Also dann so oder so nochmal irgendwie in anderer Form ein Giveaway geben oder so. Aber momentan kann ich jetzt einfach nur Gewinne für Dryad leider anbieten. Ja, tut mir leid, aber ist so. Wer dann halt nicht spielt oder nicht auf Dryad spielt, der, naja, hat dann halt die Ehre gewonnen, platziert worden zu sein. Genau. Und ja, Sinn davon ist einfach just for fun. Ich meine, muss ja nicht alles immer nur um Geld und Gewinnen und was weiß ich gehen. Wie gesagt, ich versüße es euch für die Leute, die auf Dryad spielen. Auf Yggdrasil, wie gesagt, spiele ich momentan nicht so viel, deswegen kann ich da jetzt nicht noch ein fettes Giveaway machen. Und naja, für alle Leute, die gar kein Flash spielen, aber trotzdem noch ein bisschen Interesse dran haben. Na gut, ich meine, echt Geldpreise oder so gibt es jetzt leider auch nicht. Aber ich hoffe, der Anreiz ist trotzdem da, mitzumachen. Und wie gesagt, ich hoffe, die Instructions sind clear. Ich wiederhole es jetzt nochmal kurz. Kombination erstellen. Cloak, Maske ist optional. 4 von 4 Head, Suit, Gowns, Boots muss belegt sein. Entweder NPC oder Fashion. CS kombiniert, wie auch immer, ist egal, Hauptsache die 4 sind belegt. Kommentar schreiben, nur einer pro Person, so viel liken, wie ihr wollt, euch anschauen oder nicht anschauen, lasst euch spoilern oder nicht spoilern, wie auch immer. Und die 5 mit den meisten Likes zeige ich euch dann noch in meinem nächsten Video, da lose ich dann auch die Gewinner aus. Da verschicke ich die Gewinner, wollte ich eigentlich sagen, also da, sofern sie verschickbar sind, an die Gewinner. Und wenn nicht, dann, naja, announce ich halt die Gewinner und dann können sie sich die Gewinner abholen. Wenn ich streame zum Beispiel, wäre es am besten oder mir auf Discord schreiben, wie auch immer. Das schauen wir dann schon. Und genau, das ist eigentlich alles, ja. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wie gesagt, ist einfach mal lustig, was es für verschiedene Kombinationen gibt. Und ihr könnt auch Sachen von Playpark nutzen. Also wenn ihr Playpark installiert habt, weil die haben ja viel mehr Recolor-Zeug und so weiter und so fort, könnt ihr auch nutzen, weil die Sachen sind da. Vieles davon kam schon zu uns, vieles noch nicht, keine Frage, aber könnt ihr auch nutzen. Denke ich, ist definitiv fair. Playpark ist official, es sind Sachen, die wir, wie gesagt, früher oder später sowieso bekommen werden, denke ich mal. Und von dem her, jo, ist das auch möglich. Und ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und wie gesagt, eine Kleinigkeit zu gewinnen auf Dryad gibt es auch. Sollte doch noch irgendwas unklar sein, schreibt auf jeden Fall sofort in den Kommentaren. Dann beantworte ich das und pinne ich das auch nochmal. Also sollten es irgendwie mehrere Sachen sein, mache ich einfach einen Pin-Kommentar, damit man es sofort sieht. Aber ich denke mal, es ist eigentlich ziemlich klar. Aussuchen, kommentieren, alles was euch gefällt, liken und Gewinner kriegen einen Preis. Top 5. So, und dann kommen wir auch schon zu den Top 5 Cloaks. Der erste und tatsächlich nicht einzige von meinen Top 5 Cloaks ist tatsächlich nur in der Playpark-Version von Flife momentan erhältlich. Ich bin mir aber ziemlich sicher, vor allem beim Black Bolo Cloak bin ich mir sehr sicher, dass der auch zu uns kommen wird. Bei uns gibt es nur den normalen Bolo Cloak, kurz zum Vergleich. Bolo, das ist der normale und das ist der Black Bolo. Sieht schon ein bisschen anders aus und ich muss sagen, der normale Bolo gefällt mir jetzt nicht so sehr. Und ich weiß auch nicht, was es ist, aber in Schwarz sieht der schon geil aus. Muss ich echt sagen. Und ja, was soll man da groß sagen? Es sind ein paar Totenköpfe mit dran. Halt der Hassala-Kopf ist vorne drauf, also der Bolo, sag ich mal. Aber ist ja mehr oder weniger einfach nur ein Hassala, das Mob. Und ja, ist sehr nice. Die Werte von dem Ding sind auch geisteskrank. Gibt 15 Stats, 10 HP, 10 Speed, 10 ATK und 15% PvE. Also quasi 15% PvE und 10% ATK, also 25% Offensiv plus alles jetzt plus 15 plus 10% HP plus 10% Speed.
Was ziemlich crazy ist, das ist der beste Cloak im Spiel momentan, was Damage angeht. Wir haben ihn nicht, aber Playpark hat ihn und den gab es beim Halloween-Event letztes Jahr beim Playpark. Das heißt, könnte sein, dass wir den dieses Jahr auch bei unserem Halloween-Event bekommen. Könnte. Aber naja, auf jeden Fall muss ich sagen, er hat was und hat mich jetzt gecatcht. Natürlich sowas wie, sowas wie Geschmack an Cloaks in 6 Monaten. Mag ich ihn vielleicht nicht mehr so sehr, dass er in meine Top 5 kommen würde, aber zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ist es auch die Tatsache, dass er so geile Stats bringt, die es noch ein bisschen verschönert. Ja, aber ich muss sagen, das ist echt nice, das ist einfach mal was anderes. Sieht man halt nicht allzu. Gut, bei uns sieht man es natürlich nicht allzu häufig, weil es ihn gar nicht gibt, aber es ist einfach mal was anderes. Genau, meine Nummer 5. Meine Nummer 4 ist so langweilig wie auch alt. Und zwar ist es tatsächlich der Cloak of Wisdom. Das habe ich irgendwann mal bei Mergano tatsächlich gemerkt. Wie geil der Cloak eigentlich aussieht. Und ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es ist das klassische Handtuch, ja, also keine besondere Form, das klassische Handtuch, das einem einfach nur schlaff über die Schultern hängt. Aber das Design von dem Ding ist so simpel, wie es einfach auch wieder genial ist. Und ja, ich mag den einfach. Also ich finde, er sieht richtig cool aus. Cooles Zeichen drauf. Die Farben gefallen mir. Das Lila, Lila, ja gut, Pink auch ein bisschen in der Mitte halt, Lila, Pink, Weiß und dann diese blauen Schnörkellinien drauf. Ich finde, das passt super zusammen, sieht richtig cool aus mit der richtigen CS-Kombination, macht der richtig was her und ja, passt halt vor allem zu einem Magier natürlich und ja, sieht richtig, richtig geil aus. Also definitiv schon immer einer meiner Cloaks gewesen, den ich gerne mal geskinnt hätte, aber nie wirklich die richtige passende CS-Kombi dazu gefunden habe. Und dann kommen wir auch zu meinem Nummer 3 Cloak, also Platz 3. Und das ist leider wieder ein Playpark Exclusive. Momentan noch, hier bin ich mir auch relativ sicher, dass der auch noch zu uns seinen Weg finden wird. Und zwar ist es nicht der Black Skeleton Davis Cloak, sondern es ist der White Skeleton Davis Cloak. Und ich finde, der sieht 10-mal geiler aus als der schwarze. Sie haben natürlich sehr viele Gemeinsamkeiten und es ist einfach der klassische Skeleton Davis Cloak Skin. Aber ich finde, in Weiß ist er einfach noch mal eine Ecke geiler. Und vor allem so schneeweiß, das ist einfach so ein richtiger, ja wie so ein Königsumhang mehr oder weniger. Kein König der Welt hat jemals einen weißen Umhang getragen, ist mir auch bewusst. Wobei, das weiß ich nicht, ich meine, ich kenne nicht jeden König auf der Welt, ihr wahrscheinlich auch nicht. Aber es sieht einfach richtig geil aus. Also ich finde, das passt richtig gut zum Skeleton Davis Cloak und ich finde, hier kommt er mit am besten zur Geltung. Es gibt natürlich noch andere Versionen von dem, die cool sind, aber keine reicht, um in meine persönliche Top 5 zu kommen. Und die White Skeleton Davis Cloak Version finde ich aber persönlich richtig geil. Und ja, hätte ich sehr gerne auch auf unseren Servern. So, dann kommen wir auch schon zu meinem Nummer 2 Cloak und der hat leider einen traurigen Hintergrund. Zu dem kommen wir gleich. Zuerst mal zum Cloak. Ist richtig sickes Design. Ja, mit dem Regenbogen im Hintergrund, den Wolken und den Händen, die einander greifen und sich halten. Oben noch Sonnenstrahlen eventuell. Hier am oberen Bereich des Cloaks. Richtig, richtig nice und heißt auch Cloak of Hope, also ich finde, das strahlt das Artwork auch ziemlich gut aus. Ist eigentlich der einzige Cloak, der ein richtiges Artwork drauf hat. Ich meine, jeder Cloak ist irgendwie designt oder gezeichnet, klar, das ist alles irgendwo Art, aber das ist halt wirklich so wie ein Gemälde auf einem Cloak und ich finde es einfach bombastisch. Und der traurige Hintergrund davon ist aber leider der folgende. Dedicated to the victims of the disaster in Japan, which occurred on March 11th, 2011, all proceeds from sales of this item in the Flife item shop will be donated to help the victims of this of this crisis. Ja moin, Sprachfehler kickt richtig hart rein. Ja, also hat leider einen sehr traurigen Hintergrund damals gehabt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob es den bei uns auch gab. Das war noch zu G-Potato-Zeiten. Im Cash-Shop hätte der sein müssen. Kann sein, dass es ihn gab. Könnt mich gerne aufklären. Aber ich habe den Cloak in-game, glaube ich, noch nie gesehen. Also, weiß nicht. Kann natürlich trotzdem sein, dass es ihn gab. Aber wenn, dann hat ihn heute gefühlt niemand mehr. Also wirklich absolut niemand. Und ja. Aber wie gesagt, sehr trauriger Hintergrund leider, dass der so entstanden ist. Aber allein vom Cloak her gesehen, ein absolut geiler Skin. Also wirklich. Also wenn es den gäbe, boah, das wäre ein No-Brainer. Also das wäre wirklich ein No-Brainer. Den würde ich auf alles drauf skinnen, was skinnbar ist, mehr oder weniger. Aber ja, den wird es wahrscheinlich nie wieder geben. So, und beim letzten Cloak. Wer braucht schon CS-Viewer, wenn er die Items einfach in-game hat? Easy peasy.
Mein Lieblingscloak, den ich mir mal vor, puh, wie lange ist das jetzt her? 2 Jahren gekauft habe. Ich weiß gar nicht, was ich dafür hingelegt habe. Ist schon ein bisschen, also wie gesagt, schon eine Weile her. Den habe ich mir mal aus ganz alten Zeiten noch gekauft. Und zwar ist das der Imperial Cloak. Und das Imperial CS hat eine interessante Geschichte. Soweit ich weiß, war das eigentlich mal so gedacht, dass das eine Kolosseum-Belohnung sein sollte. Eine Kolosseum-Belohnung sein sollte. Das heißt, Kolosseum kennt ihr wahrscheinlich alles. Saint Morning, alte Arena, ist jetzt kein PK oder irgendwas mehr, PvP, whatever. Sondern ist jetzt das Kolosseum geworden, wo man als Party oder als Gilde reingehen kann und gegen die stärksten Bosse im Spiel oder mit die stärksten Bosse im Spiel kämpfen, wobei es sind die stärksten Bosse im Spiel, kämpfen kann, um sich zum Beispiel die Goldskins, Silberskins und so weiter und so fort zu holen. Die anderen Belohnungen sind alle Trash, es geht echt nur um die Skins mittlerweile, heutzutage, weil die alten Belohnungen nie geupdatet wurden. Und eigentlich sollte es wohl mal so gewesen sein, dass es auch diese Imperial-Sachen da als Belohnung gab, oder es gab sie sogar mal, da bin ich mir exakt nicht ganz sicher. Aber da gab es früher einen alten Forum-Beitrag, den kann ich jetzt selber leider nicht mehr zeigen, was das alte Forum ja nicht mehr gibt. Es ist zwar gleich archiviert, aber ich habe es jetzt nicht eingespeichert und das jetzt zu suchen hätte ein bisschen gedauert. Aber auf jeden Fall hätte das wohl eigentlich eine Kolosseum-Belohnung sein sollen und ist es nicht. Oder ist es nicht mehr. Und das heißt, die Items kann man nicht mehr kriegen. Das gesamte Imperial Set, das war, glaube ich, ein 5 von 5 Set. Eine Maske gab es, glaube ich, keine. Verbessert mich gerne. Aber ja, 4 von 4 CS gibt es auf jeden Fall. Es gibt viele Leute, die haben das geskinnt. Ungeskinnt ist sehr, sehr selten. Der Cloak, den sieht man eigentlich nie. Weder geskinnt noch ungeskinnt. Skin, der ist eine absolute Rarität. Deswegen hier habe ich mir ihn damals auch gesnackt. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch. Also ich meine, es waren über 10 Milliarden, das ist schon ein paar Jährchen her, so für einen Cloak, der im Endeffekt keine Effekte gibt, das ist schon vor, seit Skeleton Devils Cloak ist es der Cloak ja ein Witz. Ja, aber wirklich einfach nur für den Skin, der war mir so viel wert. Und ich habe ihn bis zum heutigen Tag aufgehoben und euch auch noch nie gezeigt. Eigentlich wollte ich ihn meinem Blade geben, weil ich dafür das perfekte CS habe. Also auf Yggdrasil. Also ich habe das perfekte CS, mit dem man den kombinieren könnte. Aber erstens hätte ich mich, glaube ich, eh nicht getraut, ihn zu skinnen, weil er so extrem selten ist. Und zweitens, ja, es ist ja mit dem Blade, habe ich im letzten Video, vorletzten Video erklärt, mit dem aktuellen Stand zu Yggdrasil und Dryad. Der Blade auf Yggdrasil ist ja sowieso ein bisschen eingefroren, beziehungsweise die Idee ist verworfen, das ist jetzt auf Dryad gestartet. Das heißt, der Cloak ist jetzt erstmal sowieso wieder, naja, ins Lager gerutscht und wird da wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder rauskommen. Aber ja, der Imperial Cloak, absolut geiles Ding. Also ich finde, allein schon die Form von dem Cloak ist, meine ich, einzigartig. Es könnte sein, dass es vielleicht ein, zwei Cloaks gibt, die eine ähnliche Form haben oder die gleiche Form. Aber hier unten ist ausgeschnitten und so. Ich meine, klar, es geht sehr in die Handtuchrichtung. Aber es ist nicht das Handtuch, ja. Es ist tatsächlich ein eigener Cloak. Und also eine eigene Cloak-Form. Und finde ich richtig, richtig geil. Also ich liebe diesen Cloak, ja. Ich finde auch, er passt zu Azumiost CS. Nicht gut genug, dass ich ihn skinnen würde, vor allem nicht auf einen schäbigen Skeleton Devil's Cloak, ganz sicher nicht. Also da würde ich den niemals drauf skinnen, das wäre die absolute Verschwendung. Aber ja, keine Ahnung, was ich mit dem Ding mal noch machen will. Es ist halt so ein seltenes Collectors-Item, muss man schon sagen. Dass man, ja, also da muss man echt aufpassen. Wenn man das Ding verskinnt, ist es halt für immer weg. Das muss man bedenken. Genau. Und ja. Das war meine Top 5, das ist meine Top 1. Also, ich finde, gegen den Cloak kann man nichts sagen. Wer die Farbe Rot nicht mag, ist sowieso lost. Nein, Spaß. Aber ja, außer man mag die Farbe Rot nicht, kann man das Ding eigentlich gar nicht mögen. Ultra hammergeil. Oben mit dem Rubin noch drin. So eine richtige Halskette an dem Cloak noch dran mit der Schleife. Es ist bombastisch. Es ist mein absoluter Lieblingscloak. Und ich bin froh, dass ich ihn gekauft habe. Ich glaube nicht mal, dass ich ihn overpaid habe, tatsächlich. Und ja. Einfach nur ein geiles Ding. Und ja, vergesst den CS-Wettbewerb nicht. Liked die anderen Kommentare. Und Zeitraum, by the way, habe ich noch nicht gesagt. Wird vielleicht in den Kommentaren nochmal gefragt werden. Da werde ich es auf jeden Fall auch nochmal beantworten. Aber ich würde sagen, das Video kommt am Donnerstag. Und ich würde sagen, ich lose es wahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus. Also quasi Donnerstag Komplettzeit, Freitag Komplettzeit und Samstag auch Komplettzeit. Also bis Sonntag 0 Uhr mindestens Zeit, also fast 3 komplette Tage. Sollte reichen, denke ich. Und ja, wie gesagt, zu gewinnen gibt es leider nur auf Dryad was. Zu gewinnen gibt es den Imperial. Nein, Spaß. Nie im Leben. Den kriegt ihr nur über meine Leiche. Den müsst ihr schon aus meinen kalten, toten Händen reißen, wenn ihr den Cloak haben wollt. Genau. Aber jo, bis zum nächsten Mal. Macht's kurz rein.
Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. In dem Fall natürlich ein Kommentar, sonst funktioniert es nicht. Bis zum nächsten Mal, macht's kurz rein. Ciao, ciao.